So, moin moin, Blackie hat mich gefragt, ob ich nochmal ein Deck-Tag machen kann. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Und diesmal mache ich ein Deck-Tag zu einem Deck, was er quasi schon vorgestellt hat. In seinem Video geht Legacy auch günstig, aber in einer abgewandelten Version. Die Grunddeck-Idee hat Blackie mir geschickt, als der das Deck oder eine Version von dem Deck auf dem Livestream von Eternal Battlegrounds gesehen hat. Ich gehe mal davon aus, Blackie kann euch auch mal den Link dazu unten reinknallen. Dann ist dann quasi die Basic-Deck-Idee davon schon mal da. Ich habe halt nur ein bisschen dran verfeinert. Und zwar machen wir ein Mono-Blue-Delver. Allerdings als Snow-Delver. Warum Snow-Delver? Naja, weil Snowländer einfach schön sind. Und weil wir eine Kreatur haben, die damit sehr gut funktioniert. Fangen wir mal an mit den Ländern. Ja, wir spielen 6-mal diese wunderschöne Snow-Covered Island. Braucht man nicht viel zu sagen, die macht halt blaues Mana. Dann spielen wir 7-mal irgendein Fetchland, das ein blaues findet. Ich habe die jetzt extra nicht hochgelegt, weil ich habe jetzt hier nur beispielsweise 2 Vistas, 2 Scalding Tarns, 2 Polluted Delta und Flooded Strand. Da könnt ihr auch einfach die nehmen, die ihr habt, die nehmen, die ihr euch leisten könnt oder ein buntes Mischma spielen. Ihr könnt auch quasi jedes einmal spielen und einmal doppelt oder so. Ist nach eurem Belieben. Und zum Abrunden spielen wir dann noch, weil es halt ein Delver-Deck ist, die 4 Wastelands. Einfach nur als Land Destruction und weil es unseren Tempoplan vorantreibt. So, nach den Ländern kommen wir dann mal zu den Kreaturen. Die Kreaturen, eine habe ich ja schon angeteasert, ist einmal die da, nur halt am besten lesbar. Und zwar 4-mal Delve of Secrets. Danke nochmal, Jasmin, für die schönen Alters. Ja, Delver of Secrets kennt eigentlich jeder. Ist für einen blaues 1/1er. Und in der Upkeep können wir die oberste Karte von unserer Bibliothek vorzeigen. Und wenn es ein Instant oder Sorcery ist, dreht er sich. Und dann ist das ein 3-2 Flieger. Hier, ja, die beste Kreatur 1.1. Die beste Kreatur 1.2 kommt direkt danach. Das ist der Grund, weswegen wir hier drin Snow spielen, und zwar der Ascendant Spirit. Den spielen wir natürlich auch 4-mal. Der Ascendant Spirit ist ein 1/1er für einen Mana. Den kann man quasi in Anführungszeichen aufleveln. Und zwar wird der für 2 Snow-Mana zu einem 2/3 Spirit Warrior. Wenn wir dann nochmal 3 Snow-Mana reinkloppen, wird das ein 4/4 Spirit Warrior Angel mit einer Flying Counter drauf. Für nochmal 4 Snow-Mana bekommt der 2+1+1 Counter, wenn der ein Engel ist. Und den Passus, wenn diese Kreatur Kampfschaden zufügt an einem Spieler, darf man eine Karte ziehen. Das Schöne an dem unteren ist halt, das kann man stacken. Das heißt, man bekommt erst einen 6/6er, dann bekommt man einen 8/8er, der 2 Karten zieht, einen 10/10er, der 3 Karten zieht. Aber so weit kommt es meistens gar nicht, weil der 2/3er ist auch schon gut. Und wenn der ein 4/4er Flieger ist, ist der halt auch schon echt ballsy. Also den runterzuholen ist echt ein Problem für die meisten Decks. Und als 2/3er blockt er halt auch fast alles tot. Das Gute daran ist, man kann ihn quasi immer dann aufleveln, wenn man gerade das Mana hat. Zum Beispiel Ende des Zuges vom Gegner, man spielt den Turn 1, Turn 2 kann man mit dem 1/1er angreifen, und wenn man sonst nichts macht, kann man den halt dann End of Turn vom Gegner zum 2/3er machen, und so kann man das halt auch mit den anderen Modi machen. Was man hier allerdings tatsächlich am wenigsten macht, ist eine Kreatur Turn 1 legen. Da komme ich nachher noch zu. Weil wir blau spielen, brauchen wir natürlich die eigentlich beste blaue Kreatur, und zwar den True Name Nemesis. Und den natürlich auch 4-mal. Der True Name Nemesis ist ein Merfolk Rogue, der 3/1 ist, für 2 blaue und ein farbloses. Und bei dem wir, wenn er ins Spiel kommt, einen Spieler nennen. Und der True Name Nemesis hat Schutz vor diesem Spieler. Ja, was bedeutet das jetzt? Ja, können jede Kreatur blocken, ohne dass der an dem Combat damit stirbt. Wir können an jeder Kreatur vorbeirennen, ohne dass ihn das juckt, weil Schutz. Und ja, so gut wie jeder Point Removal ist nutzlos. Ist eigentlich nur eine gute Karte. Ist auch guter Equipmentträger. Wird deswegen auch so in manchen Blade Decks gespielt. Weil wir dann noch Utility brauchen, haben wir den Aether Forager. 2-mal. Der sieht jetzt ein bisschen klobig aus. Ist ja ein 6-Mana 3/3 Flieger. Ja, aber wie gesagt, 6-Mana für 2 blaue und 4 farblose. Der hat aber Delve. Das heißt, du kannst theoretisch für 2 blaue und 3/3 Flieger kriegen. Und jetzt kommt der schöne Passus da dran. Wenn der angreift, kannst du eine Instant oder Sorcery, die du mit dem weggedelft hast, auf die Hand nehmen. Bedeutet, der schenkt dir Handkarten, wenn er länger als eine Runde liegen bleibt und angreifen kann. Was halt im Mid- und Late-Game richtig gut ist. Also der Handkartenvorteil, den der generiert, kann Banane sein. Damit generiert er halt gegebenenfalls Cantrips oder ein Removal oder halt Counter, um ihn zu beschützen.
Und das ist halt von mir übernommen jetzt aus den aktuellen UR-Delver-Listen, weil UR-Delver den einfach spielt in dem Slot, wo der Jethard Arcanist drin war. Aber halt auch nur zweimal oder dreimal. Die ganz am Anfang haben sie ihn viermal benutzt. Einfach nur, weil er halt Value generiert. Dafür ist er hier drin. Dafür brauchen wir den und dafür ist er gut. Wobei bei Value sind, können wir den auch gleich zweimal spielen. Den Brazen Borrower. Ist an sich für drei Mana, zwei blaue und ein farbloses, ein 3-1er, der Flash Flying hat und nur Flieger blocken kann. Der ist aber gleichzeitig auch eine Instant, die nicht landpermanentes bouncen kann, das der Gegner kontrolliert, für ein blaues und ein farbloses. Was den wiederum richtig gut macht. Das heißt, man hat in einer Karte einen Bouncer, zum Beispiel für einen Blocker oder einen nervigen Planeswalker oder einen Ensnaring Bridge und hat noch im Adventure eine Kreatur rumlungern. Oder man flasht den einfach zum Ende des Zuges vom Gegner rein, um den frisch für den Angriff zu haben. Das waren soweit die Kreaturen. Kommen wir zu den Spells. Wenn wir bei den Spells sind, haben wir natürlich in Blau einfach mal den Klassiker. Und den Klassiker natürlich klassisch viermal. Das Force of Will ist einfach ein 5-Mana für zwei blaue, drei beliebige Counter für irgendeinen Spell, den wir auch spielen können, indem wir eine andere blaue Karte von der Hand exilen und ein Leben bezahlen, ohne die Mana-Kosten zu zahlen. Ist halt einfach in Blau einer der besten Counter. Der beste weiß ich nicht, weil man tradet halt 2 für 1, aber immer noch ein sehr, sehr guter Counter. Deswegen auch viermal vertreten. Weil wir ein Delver-Deck spielen, spielen wir einfach den klassischen Counter im Delver-Deck. Und zwar viermal Daze. Daze kann man entweder spielen für ein blaues und ein farbloses. Das ist aber witzlos. Man kann auch einfach eine Insel auf die Hand zurücknehmen. Ich meine, wir spielen genug davon. Und wir spielen ja auch nur Inseln. Um den einen Spell zu countern, wenn der Gegner nicht ein farbloses zahlt. Beschützt halt früh unsere Kreaturen. Und mit anderen Karten in dem Deck kann das auch mal sehr witzig sein. Weil wir gerade bei Blau und bei Counter sind, können wir auch den neuen Klassiker nehmen. Und zwar Force of Negation. Force of Negation, 2 Mana drin, einfach für 3 Mana, 2 blaue und farblosen Instant, der nicht Kreaturen-Spell countert, den aber exiled, wenn der gecountert wird, wenn er stattdessen auf den Friedhof gehen würde. Der kann halt im Gegnerzug auch gespielt werden wie das Force of Will, indem man eine blaue Karte pitcht, also exiled von der Hand. Dafür kostet es dann halt kein Leben, weil es halt nur für Non-Creature-Spells gilt. So. Da wir bei Counter sind, immer noch, wir haben ja jetzt erst 10, wofür nicht einen 11.? Da haben wir Spellpierce. Spellpierce einfach als Einmana Instant, die einen Nicht-Kreaturen-Zauber countert, außer der Herrscher bezahlt 2 beliebige. Das könnte auch ein Spellsnare sein. Das kommt halt immer auf die Meta an. Mit Spellsnare hat man halt was CMC2 fest countert, beziehungsweise Mana Value 2. Aber hier habe ich jetzt einfach mal Spellpierce genommen, weil bei dem Deck uns meistens eigentlich die Non-Creature-Spells interessieren. Kommen wir zu einem sehr, sehr schönen Spell, der mittlerweile im UR-Delver wieder Platz gefunden hat, früher sehr, sehr viel im Rock gespielt wurde. Und zwar Stifle. Diversibilität in Pappe. 4 Stifle als 1 Mana Instant, der eine aktivierte oder Triggered Ability countert. Wichtig, keine Mana Ability. Der ist einfach nur super schön hier drin zu spielen. Das macht einfach so viel Spaß. Einfach Turn 1, Land, Go. Der Gegner fetcht. Man fetcht hinterher oder hat eine Insel liegen. Wir haben ja genug davon. Und stifelt einfach den Fetch. Super Gefühl. Oder man stifelt die Aktivierung von einer Etabael. Oder den ETB von einer Stoneforge. Es gibt einfach so viel, was man damit stifeln kann. Wenn der Gegner mal irgendwie ein Wasteland bei einem Wastelanden will und du das Wasteland vom Gegner stifelst, wunderbar. Also wie gesagt, so viele ETBs kann man stifeln. Die Karte ist so versil zu spielen. Man kann so viel damit machen. Ist aber tatsächlich auch eine Karte, die man lernen muss. Man darf nicht wild drauf hinstifeln. Klar, so ein Fetch einfach mal wegzustifeln, Turn 1 oder 2 ist ziemlich stark. Sowas Turn 3 zu machen, boah, muss man sich schon überlegen, wenn man nicht weiß, dass der Gegner eh sonst nichts anderes im Deck hat. Wenn der Gegner natürlich nur Fetches hat, die man stifeln kann, was halt auch mal sein kann. UR Delver ist so ein Deck, da passiert sonst nicht viel, außer man will halt eventuell Sprite Dragon oder einen Young Pyromancer Trigger stifeln. Aber wirklich halt eine sehr, sehr versible Karte, die so viel macht und einfach so schön ist. Wo wir bei Versibilität sind, haben wir hier quasi noch Removal und Counter in einem, und zwar D-Word. Eine Karte, die sehr wenige kennen werden wahrscheinlich, ist für einen blauen ein Instant und der ändert das Target von einem Spell mit einem Single-Target, außer der Beherrscher bezahlt
zwei beliebige. Ist quasi Misdirection, wo man halt Mana zahlen kann, um den Defekt zu negieren. Kann Removal sein, wenn beim einem selber was removed werden soll, kann man das entweder auf eine Gegnerkreatur umlenken oder auf eine Kreatur von sich selber, die es nicht tangiert oder die entbehrlich ist oder entbehrlicher. Man kann damit ein anderes Force countern oder dann generell einen anderen Counterspell auf ihn selber umlenken, weil ja, wenn der Counterspell resolven soll, dann ist der schon längst weg und der fizzelt. Das heißt, das Ding ist gleichzeitig auch noch ein Counter. Und so Karten wie Abrupt Decay, die man halt einfach nicht countern kann, kann man damit halt einfach umlenken auf irgendwas anderes. Hauptsache nichts von uns. Also wirklich sehr, sehr versibler Spell in dem Slot, den man hier in dem Deck auch sehr, sehr schön benutzen kann. Wir haben jetzt schon ganz viel Blau gesehen. Bis jetzt eigentlich nur Counter Magic, Stifle und ja, eigentlich noch mehr Counter Magic. Wir brauchen Cantrips. Ganz dringend Cantrips. Mehr Cantrips braucht das Land. Wir spielen Blau. Wir spielen viermal Brainstorm. Brainstorm brauche ich eigentlich keinen mehr erklären. Für ein Blaues, man zieht drei Karten und legt dann zwei Karten oben drauf. Manche würden sagen, das Ding ist auch nichts anderes als ein Preordain oder ein Abt. Da wir mehr Cantrips brauchen, spielen wir Ponder. Die Karte kann ziemlich viel, wie man sehen kann. Deswegen spielen wir sie nur dreimal. Ponder lässt einen die obersten drei Karten des Decks ansehen und dann kann man die entweder in beliebiger Reihenfolge oben drauflegen oder die Bibliothek shuffeln und dann zieht man eine Karte. Dreimal hier drin, einfach wie gesagt, als weiterer Cantrip, zum Beispiel um den mit dem Eternal Forager wieder auf die Hand nehmen zu können oder um den Delver zu flippen oder halt einfach um die Hand abzusetten, das ganze Gedöns. Und dann haben wir noch zweimal Preordain. Preordain einfach mit Scry 2, dann zieht man eine Karte. Hier ein 4-3-2-Split, weil man nicht genug Platz hat, um einen 4-4-2-Split zu spielen. Und ich finde 4 Brainstorm, 4 Ponder, ein Preordain zu schwach. Eine Ponder durch einen Preordain zu ersetzen kann im Late Game wesentlich besser sein, als einfach 4 Ponder zu spielen. Weil es halt die Card Selection mit drin hat. Die Ponder im Theorie auch drin hat, man braucht aber ein Fetchland. Genauso wie beim Brainstorm. Aber 2 Preordain, sehr schöne Karten. Und, ja, weil man außer Brazen Borrower halt nur noch was anderes braucht und eventuell ein D-Word, um was loszuwerden, ja, spielen wir halt Gutshot. Zweimal. Weil, ja, Blau hat halt nicht so viel Removal. Gutshot, in diesem Fall für 2 Leben oder halt ein rotes Mana, kann man einen Schaden an einem beliebigen Target zufügen. Als Instant. Den kann man swappen mit einer Karte aus dem Sideboard. Die kommen gleich noch. Aber ich habe jetzt einfach mal in der Liste Gutshot drin, weil ich aktuell online ziemlich viel sehe, was das, wenn dann Kreaturen mit 1 hinten rumlaufen, die nervig sind. Und ja, deswegen haben wir Gutshot da drin. Warum auch nicht? So, kommen wir zum Sideboard. Im Sideboard haben wir erstmal mehr Kreaturen. Und zwar zum Beispiel einmal Kira Great Glasspinner. Das ist ein Spirit, der 2-2 ist. Für 2 Blaue und ein beliebiges. Und der hat Flying. Der bringt aber auch noch einen Effekt mit. Und zwar, dass die Kreaturen, die wir haben, den Effekt haben, immer wenn die zum ersten Mal für diesen Zug das Ziel eines Spells oder einer Ability werden, wird der Spell oder die Ability gecountert. Das ist im Endeffekt halt einfach nur ein 3-Mana 2-2 Flieger, der mehr Protection auf unsere Kreaturen gibt. Ist halt einfach für Removal-Heavy Matchups eigentlich eine sehr, sehr gute Karte. Wo wir bei Blau sind und bei Kreaturen hatten mal jetzt neulich in Töne neue Kreatur reinbekommen. Das ist der Hullbreacher. Der Hullbreacher ist ein Mehrfolk Pirate, der für 3 Mana, blau sind 2 beliebige, 3-2er ist und Flash hat. Das Geilste an dem ist halt einfach nur der Rest vom Text, der sagt, wenn der Gegner eine Karte ziehen würde, außer das ist die Karte, die sie in ihrer Draw-Step ziehen. Ziehen die stattdessen keine Karte und man selber kriegt dafür so viele Treasure-Token. Bin ich selber auch schon reingelaufen, wenn man Brainstorm spielt und das Ding wird reingeflasht und man hat natürlich genau dann keinen Counterspell oder keine Antwort dafür, das ist schon kacke. Dann legt man halt einfach 2 Karten oben drauf und hat sich keine angeguckt. Aber generell eine sehr, sehr gute Sideboard-Karte hier in dem Deck, einfach um langwierige Matchups besser zu machen. Das Mana, das man da rauszieht, ist halt jetzt nicht so das, was man unbedingt braucht, weil das Deck braucht nicht so viel Mana, ab 3 Mana läuft's. Also mehr als 3 Mana braucht man eigentlich nicht, ab 1 Mana läuft's. Aber ist halt wirklich einfach eine gute Sideboard-Karte, um den Draw vom Gegner zu unterbinden. Weil wir noch mehr beschützen müssen und was gegen Combo brauchen, haben wir einmal den guten Pflasterstorm hier drin. Ist halt einfach für ein blaues,
Counter-Target ist das Instant oder Sorcery Spell. Außer der Beherrscher zählt 1 mit Storm. Kennt eigentlich jeder. Braucht man nicht viel zu sagen. Wo wir bei Removal sind. Wir hatten eben den Gutshot gesehen. Das Pendant dazu, was man auch spielen kann, ist Dismember. Haben wir hier auch zweimal drin. Ist dann eigentlich für zweimal zwei Phyrexian-Mana in schwarz oder halt 4 Leben und ein beliebiges. Eine Kreatur bekommt -5/-5 bis zum Ende des Zuges. Ist halt einfach ein Removal für größere Kreaturen, weil irgendeine Art von Removal außer Bounds brauchen wir halt dann doch. Aber an sich immer schön eine gute Sideboard-Karte. Auch wenn sie 4 Leben kostet, aber in der Regel zahlt die sich über den Verlauf vom Spiel aus. Jetzt haben wir noch eine neue Karte, auch ein Removal. Und das ist Ravenform. Das sind 3 Mana-Spell, für ein blaues und 2 beliebige. Als Sorcery, der exiliert ein Artefakt oder eine Kreatur. Und der Beherrscher bekommt einen 1-1 blauen Bird-Kreaturen-Spielstein mit Fliegen. Den kann man foretellen und dann kostet ja auch nur noch ein blaues zum Spielen. Das heißt, wir können den, wenn wir den auf der Hand haben und haben eh nichts zu tun, für 2 Mana ins Foretell schicken. Und dann haben wir für immer, immer quasi eine zusätzliche Handkarte, die in Removal ist. Ist hauptsächlich tatsächlich wegen so Sachen wie Marit Lage oder so drin, weil er halt Exiled, Ensnaring Bridge oder Chalice of the Void. Klar, der Gegner kriegt einen 1-1 Birds, aber in der Regel sind unsere Kreaturen so groß, bis auf der Brazen Burrower halt, dass die das nicht juckt. Die greifen dann halt einmal an, der Gegner kann da reinblocken und dann ist gut. Aber es ist halt einfach ein guter blauer Removal. Haben wir dann noch einmal Boomerang mit einem richtig geil hässlichen Artwork. Boomerang, ja, so der Klassiker der Bounce Spells. Für 2 blaue, ja, schickt man irgendein permanentes auf die Hand ihres Besitzers zurück. Und wichtig, das kann ja auch ein Land sein. Das heißt, man kann Mace loswerden, irgendwelche nervigen Länder im Gegner Endstep einfach loswerden, damit man zum Beispiel noch den Final Hit landen kann oder so. Halt einfach richtig gut und räumt mehr ab als der Brazen Burrower mit seiner Instant-Version. Deswegen halt einfach hier drin und weil 2 blaue jucken uns hier drin relativ wenig. Wie gesagt, man hat genug Blau drin und das Einzige, was nicht blau sind, sind die Wastelands. Und halt, wie gesagt, einfach ein sehr, sehr guter blauer Bouncer, der tatsächlich dann halt auch mal Länder mitnimmt. Dann haben wir zusätzlich noch eine Umezawas Jette. Ein 2 beliebigen Equipment, das Equip 2 hat und wenn die Kreatur Combat Damage macht, kommen da 2 Charge Counter drauf. Die kann man dann removen, um der equipped Creature +2/+2 zu geben bis zum Ende des Zuges, einer Kreatur -1/-1 zu geben bis zum Ende des Zuges oder 2 Leben zu kriegen. Das Ding ist hier drin eigentlich mehr als Utility und Removal. Ein bisschen zum Leben machen, je nach Matchup halt einfach, wo man so reinboardet. Und eigentlich in den seltensten Fällen, um vorne zu pumpen, außer man muss halt wirklich ausmachen und hat halt sonst gar nichts zu tun. Aber als Removal ist die halt wirklich gut. Gerade mit den 4 True Name im Mainboard. Wie schon gesagt, gibt genug Blade Decks, die den True Name mit ihr spielen, weil es halt einfach super ist. Da wir so viele Basic Lands spielen, kann man auch einfach mal 2 Back to Basics im Sideboard spielen. Lohnt sich halt einfach, ne? Bei uns enttappt ja eh alles. Außer die Wastelands und die sind enttappen selten. Back to Basics, blaues und 2 beliebige Non-Basic Lands, do not untap during their controller's untap phase. Nicht-Standardländer enttappen nicht mehr in der untap phase. Ist halt einfach. Wenn du gegen Gegner spielst, die fast nur Duels spielen, wie zum Beispiel 3-farbige Delver-Decks oder Lands oder so, kann man die halt einfach mal reinnehmen und halt den Gegner so richtig schön den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wind aus den Segeln nehmen. Ja, das schafft man manchmal auch so bei so Sachen wie Reanimator oder Elfen ganz gut mit einem Gravediggers Cage. Das ist halt einer von unseren Graveshard-Hate-Karten. Und halt auch Green Sun Zenith Hate Karten. Für ein beliebiges, ein Artefakt. Creature Cards can't enter the battlefield from graveyards or libraries. Players can't cast cards in graveyard or libraries. Einfach so ein Klassiker gegen Graveyard-basierte Decks, gegen Elfen auch gut, weil halt kein Green Sun Zenith funktioniert oder kein Natural Order funktioniert. Und halt einfach eine gute Karte für einen Mana, legt mal Runde 1, wenn man den auf der Starthand hat, gegen so Decks. Und der macht dann schon eine Menge oder muss halt auch erstmal beantwortet werden. So, und weil wir bei Graveyard Hate sind, oh. Und Klassiker haben wir genug im Deck, spielen wir einfach 2-mal Surgical Extraction. Einfach als Graveshard-Hate-Karte für einen Phyrexian-Mana in schwarz, also 2 Leben. In dem Fall entfernt man eine Karte aus dem Gegnerfriedhof und durchsucht dann die Hand und die Library nach den Karten mit demselben Namen und exalt die direkt mit. Gegen Graveyard-Decks und Combo-Decks eine Menge. Und das war eigentlich schon das ganze Deck. Ist jetzt
tatsächlich, glaube ich, bis auf die Force nichts so Teures drin. Außer man muss unbedingt alte Boomerang spielen oder die etwas teureren Dismember oder so. Aber generell, wenn ich jetzt hier nochmal durchgucke, klar, die vier True Names sind was teurer. Die Fetches kann man halt anpassen, wie man sie braucht. Das ist wirklich gut. Die Force of Negation sind auch noch was teurer. Aber ansonsten ist das wirklich ein ziemlich gutes On-a-Budget-Delver-Deck, was, wie ich gelernt habe, sehr, sehr gut performt. Ist halt vor allen Dingen ein Deck, was nicht unbedingt Turn 1 Delver legen will, sondern vielleicht auch mal Turn 2 einfach ihn, den Ascendant Spirit reinlegen will oder Turn 2 in Delver reinlegen will und den Turn 1 benutzt zum Upsetten oder zum Interrupten vom Gegner mit Stifle oder einfach mal um zu abzuwarten, um zu gucken, was der Gegner überhaupt spielt. Und gerade wenn man den Ascendant Spirit Turn 2 erst legt, kann man den halt in der Runde danach pumpen, angreifen und hat dann noch Mana übrig, um irgendwas zu machen. Das ist eigentlich so die ganze Finesse an dem Deck. Es ist ein sehr, sehr robustes Deck, dadurch, dass wir halt so viele von den Inseln spielen. Wie gesagt, die Snow-Covered Länder haben eigentlich nur eine Bewandtnis für den Ascendant Spirit, aber der ist halt gut. Der kann im Late-Game halt Karten ziehen, der wird relativ schnell zu einem 4-4-Flieger. Man kann damit auf Removal reagieren, wenn ein Gegner einen Bolt spielen will, macht man den halt gerade zu einem 4-4-Flieger und dann passiert halt nichts. Es ist wirklich schön zu spielen. Es ist ein robustes Deck, es ist, finde ich, eher ein Tempo-Deck, halt auch dadurch, dass wir die Stifle drin haben, aber durch die Stifle auch ein sehr, sehr versiles Deck. Wir brauchen die Counter halt dann zum Beschützen von unseren Kreaturen. True Name Nemesis halt eher weniger, dafür ist er ja berühmt, aber ansonsten ein echt schönes Deck, was, finde ich, eigentlich fast nur schöne Karten spielt. Was ich auch schon sehr, sehr oft sehr, sehr schön fand, war Diva zu spielen, einfach weil der Gegner mit so einer Karte überhaupt nicht rechnet und teilweise überhaupt gar nicht rallt, was man mit der alles machen kann. Richtig schönes Deck. Was man nicht so gern damit trifft, ist sowas wie Krixis Control. Also die Board-Control-Decks sind ein bisschen schwierig, weil man dafür einfach nicht genug Pulver hat. Oder halt die schlechteren Top-Decks im schlimmsten Fall, weil man kann halt, wenn man einen Snow-Covered Island zieht oder so, es ist halt schlecht. Was ich hiermit sehr, sehr oft schon getroffen habe, was sehr, sehr schön war, sind zum Beispiel Doomsday, weil, der ETB vom Orakel wird halt einfach gestifelt und der Gegner hat verloren, wenn er es nicht kommen sieht. Was hat man noch so? Die Sharknado-Decks sind eigentlich auch gut zu spielen. Maverick habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gegen gespielt, ist auch ein gutes Deck, gegen das man spielen kann. Was man aber wissen muss hierbei, es fühlt sich immer so an, als müsste man sich sehr strecken. Also die Spiele werden meistens an kleinen Fehlern entschieden. Was ich auch in den Deck aber auch schön finde, weil man muss sich in das Deck ein bisschen reinfressen, man muss es spielen lernen, man muss es verstehen lernen, um mit dem Deck gut spielen zu können. Und das ist halt, finde ich, auch die Finesse an dem Deck, weil es ist nicht super teuer. Also es ist auf jeden Fall ein Budget-Deck, sollte unter 1000 Euro sein. Wenn bei MKM der Shopping Wizard funktioniert, dann kann man ja mal die Deckliste einfach mal reinhacken und dann kann man halt auch einfach mal gucken, was die günstigeren Karten sind. Der True Name kann zum Beispiel in einer anderen Version sein, der Boomerang kann in einer anderen Version sein. Und dann hat man ein echt schönes Delver-Deck, was man lernen kann, was halt wirklich Spaß macht zu spielen, wo man halt auch mit der Zeit Erfolge hat beim Spielen, wenn man das Deck verstanden hat. Gut, habe ich euch genug Ohr voll gequatscht? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr gebt dem Deck mal, ihr versucht das Deck mal und guckt mal, ob es euch gefällt. Wie gesagt, mir gefällt es sehr, sehr gut. Würde mich freuen, wenn ihr mal in den Kommentaren Fragen da lasst oder mal so Erfahrungen, wenn ihr die Deckliste mal getestet habt. Oder vielleicht auch Ideen einfach mal reinschreiben, was ich vielleicht übersehen habe. Würde mich freuen. Kann Blacky mich dann im Zweifelsfall auch drauf stoßen, wenn das noch passiert und ich es übersehen habe. Ansonsten, ja, man hört sich. Tschüssi.